offiziell mit gestartet. Als Schwerpunktthema des heutigen Austauschs oder das Thema eben benannt haben, auf das ich mit zwei, drei Takten eingehen will. Das haben wir uns ja immer für den Presseempfang ein bisschen so vorgenommen. Das hat vor allem auch, und deswegen sind wir natürlich auch hier in Pullach, den Grund, dass wir diesen Klimadialog insbesondere auch dort starten wollen, wo wir mit dem Kreisjugendring in besonders enger Kooperation zum Thema Nachhaltigkeit und Klimabildung stehen. Es ist aber auch so, dass wir bei den Herausforderungen, die uns täglich begegnen in unserer Arbeit, unserer Zuständigkeit im Landratsamt und Landkreis, gleichermaßen wie in der Gesellschaft wahrscheinlich resümieren dürfen. Dass das Thema Klimawandel, Klimaschutz, Energieeinsparung und Nachhaltigkeit bei all dem, was wir tun, wahrscheinlich am Ende das Wichtigste aller Herausforderungen ist. Denn wenn Sie sich alles anschauen, was uns in der Welt bewegt, und ich will jetzt, weiß Gott, nicht auf die jüngsten Ereignisse am Gipfel und ähnliche Dinge kommen, dann sehen wir schon, dass diese Menschheit auf diesem Planeten immer mehr wird, rasend schnell. Es ist unglaublich, wie schnell wir größer werden und was das alles für uns heißt, wie wir hier possierlich im schönen Europa oder besonders schönen Landkreis München sitzen, über demografische Veränderungen diskutieren, die nichts mit dem aus der Welt zu tun haben. Und nur an punktuellem Aufflackern heute schon erkennen können, was das in Zukunft bedeutet. Wenn die Welt dank Informationsfortschritt und technischer Neuerung nahenächst zusammenrückt, die in Sekunden schneller alle Informationen zur Hand haben, über alles in der Welt Bescheid wissen und gleichzeitig wissen, dass sich die Bevölkerung in Kontinenten auf Kontinenten, und da brauchen wir gar nicht nach Asien schauen, sondern ins nahe gelegene Afrika, so unglaublich schnell verändert mit enormem Wachstum, dass es ganz logisch ist, dass wenn es nicht gelingt, dort, überall wo Menschen leben und wo sie entsprechend wachsen, die Lebensgrundlagen, die wir nur einmal auf dieser Welt haben, am Ende auch so auskömmlich und nachhaltig zu gestalten, dass sie die Menschen in Zukunft ernähren und diese Erde sozusagen gesund bleibt, dass sie dann wandern. Anders ist es gar nicht möglich. Und dass sie dorthin wandern, wo vermeintlich alles in Ordnung ist und die Lebensgrundlagen da sind. Und deswegen wird es für uns, bei uns, aber eben auch im Vorbild und Kooperationswirkung, Stichwort Entwicklungshilfe, ich das Wort nicht so richtig gern mag, aber weltweiter Kooperation dafür sorgen müssen, dass das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Ressourcen, Betrachtung und Verbrauch an oberster Stelle steht. Denn nur dann ist Lebensgrundlage geschaffen und erhalten dafür, dass Menschen auf diesem Planeten auch langfristig noch leben. Es gibt eine ganz interessante Ausarbeitung, allerdings habe ich mir blöderweise nicht notiert, in welcher Zeitung ich das jetzt gelesen habe, wunderbare Grafiken, die man rauslesen kann, und das habe ich mir wieder für heute rausnotiert, weil ich das so schön finde, wenn man sich das, die Welt und ihre Zusammensetzung als Dorf vorstellt, auf der heute 100 Menschen leben, und wir uns dann sagen, wie viele Menschen leben auf welchem Kontinent, dann sind das heute sozusagen in Europa 10, in Nordamerika 5, in Lateinamerika 9, in Asien 60 und in Afrika 16. Person, die diese 100 Menschen insgesamt ausmachen. Das würden wir jetzt wahrscheinlich spontan gar nicht so annehmen, weil uns jetzt schon bewusst ist, dass das Bevölkerungswachstum in Afrika immens hoch ist, aber bei weitem noch nicht erreicht hat, was auf dem asiatischen Kontinent da ist. Und wenn dieses Bevölkerungswachstum sozusagen gespiegelt ist in die Entwicklungsperspektive, und überspringe alle Zwischenschritte im Jahr 2100, also sozusagen am Ende dieses Jahrhunderts, dann sind das 153 Personen in diesem Dorf. Also das spiegelt dieses enorme Wachstum der Weltbevölkerung wider. Und in Europa sind es dann noch 9. Ich würde sagen, vergleichsweise geringe Annahme. Natürlich immer unter der Voraussetzung, es gibt keine Wanderung. Und in Amerika 7, Nordamerika, Lateinamerika 11, in Asien 67 statt 60, aber in Afrika eben auch 60. Und das wird bei den klimatischen Voraussetzungen, die heute schon ein Problem darstellen, bei afrikanischen Ländern ihre Bevölkerung zu ernähren, ein extremes Problem. Und
Es mag jetzt alles ein bisschen weit entfernt klingen und Ihnen sagen, was ein französischer Garten im Pullau, Landrat, kommt wieder auf den Boden. Das ist der Grund, warum ich meine, dieses Thema ist so extrem wichtig. Nicht, weil wir jetzt sagen, ich fahre jetzt auch so ein Elektro, ist der Herr Fisch noch da, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gesehen, wir fahren jetzt auch ein BMW mit Hybridantrieb. Das ist toll. So wann man sich in der Stadt kursiert, gell, wenn man sich dann die Verbräuche des noch bestehenden Verbrennungsmotors drin anschaut, darf ich Ihnen mal in aller Offenheit sagen, also der gute alte kleine Diesel, den wir vorher hatten, hat weniger Benzin im Schnitt verbraucht, wie das jetzt dieser Hybrid. Allerdings sauberes Benzin, ja. Nun gut. Es ist nicht der Grund. Oder die einzelnen Maßnahmen, die wir da als kleine Bausteine vielleicht oft mehr als plakative Wirkung betrachten. Sondern die Sensibilisierung jedes einzelnen Menschen, eines jedes einzelnen von uns, damit er Verständnis dafür hat, was bei uns politisch, aber auch gesamtpolitisch getan wird. Das halte ich für das Entscheidende. Dass Energiewende in den Köpfen passiert. Dass Bereitschaft, offen zu sein für das Thema, ist nicht Randspinnerei irgendwelcher Grüner oder. Ja, sondern ein tatsächlich wichtiges Anliegen einer Gesellschaft, wenn die in 50 bis 100 Jahren noch existieren will, um es mal deutlich zu sagen. Und da sind wir alle gefragt und deswegen freue ich mich tatsächlich, dass es der kommunalen Familie insgesamt, daher ja 29++, also aller 29 Städte und Gemeinden und dem Landkreis, aber auch innerhalb des Kreistags, gelungen ist, das Thema tatsächlich auch solide auf den Boden zu bringen, zu verteilen in operative Kooperationen oder eigene Tätigkeit, dass wir es geschafft haben, im Kreistag eine Mehrung des Personals noch sozusagen als Vorschussvertrauen durchzusetzen, denn das ist ja immer schwierig, dann bei so einem vergleichsweise nicht greifbaren Thema zu sagen, aha, da brauchst du Personal. Wenn man quasi im freiwilligen Aufgabenbereich operiert und auch wirklich wichtige Anstöße zu geben. Und dafür danke ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus wirklich sehr, sehr herzlich. Ihnen, die Sie heute da sind, die ein unglaublich aktives Team darstellen und viele, viele Dinge sehr aktiv, sehr kreativ angehen. Da können Sie heute auch wirklich hineinschauen und dann auch sehen, was das im Einzelnen und Konkreten tatsächlich bedeutet. Ob das die Kooperation eben mit dem Kreisjugendring in der Umweltbildung, in der Ansprache der Jugendlichen, der jüngeren Bevölkerung ist, vielleicht auch der modernen Ansprache, der Rückkopplung auch, was da tatsächlich passiert. Ob das im interaktiven Dialogbereich ist, und dazu will ich jetzt gleich vor allem kommen, ob das bei den einzelnen Aktionen ist, die Sie am Stand hier vertreten können oder eben auch in möglichen interkommunalen Kooperationen. Diesem digitalen Beteiligungsportal Klimadialog, das wir heute sozusagen offiziell mit starten, kommt dabei, glaube ich, eine große Bedeutung zu, vielleicht nicht sofort und extrem stark steigend, aber dauerhaft und langfristig, weil es Menschen heute wichtig ist, auch von zu Hause, Wohnzimmer, auf dem Weg zur Arbeit und so weiter, interaktiv dabei sein zu können und mitmachen zu können, vielleicht sich auch mit der Intensität, die sie gerade selber wollen, zu Wort zu melden. Und da bestehen vielfältige verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen. Wenn man so will, ist das eine Art digitale Ideenbörse, ein schwarzes Brett, an dem jeder so seine Ideen loswerden kann, die Ideen anderer sieht, sich vernetzen kann, Netzwerke bilden kann, Gleichgesinnte treffen kann, kritisch diskutieren kann oder eben auch den Austausch mit dem Ziel, ein Projekt zu starten und ein Projekt zu organisieren, pflegen kann. Sie haben heute einen, ist das der große Touchscreen, auf den ich hinweisen soll? Ah ja, okay, weil ich habe jetzt schon gedacht, das kann ja wohl nicht der, bei mir steht hier Hinweis auf den großen Touchscreen und so, das ist ja ein Witz. Aber dann, okay, da hinten, also ein großer Touchscreen da hinten. Ja, eben, das meinte ich. Also da hinten, großer Touchscreen, wo Sie hingehen können und dann auch mal richtig sehen, interaktiv eingreifen können, was ist das jetzt eigentlich alles, diese Plattform, um sich auszutauschen. Sie können da auch vertiefende Aktionen, die sich quasi rund um 29++ konkretisieren, betrachten und sich informieren. Das Solarpotenzialkataster zum Beispiel, ein riesen Baustein für uns, meiner Auffassung nach,
wobei ich jetzt keine Konkurrenzen aufmachen will oder irgendein Plädoyer gegen Windkraft oder für weniger Wasserkraft oder mehr oder sonst irgendwas bringen will. Aber ich glaube, die Kraft der Sonne bei uns ist in besonderer Weise gefragt und da haben wir noch viele Möglichkeiten, vor allem jeder Einzelne, und inzwischen ist bei jedem Einzelnen auch klar gefallen, insbesondere wenn er das selber verbrauchen kann und mit Speicherung, intelligenter Nutzung im Haushalt selber was machen kann, für den einzelnen Bürger. Ist es ein Mehrwert zu wissen, mit relativ niedrigschwelliger Eingangsbasis, was kann ich eigentlich auf meinem Dach tatsächlich tun und lohnt es sich, diese Frage zu vertiefen? Das soll das Solarkataster als Antwort liefern. Es ist in Ausarbeitung und da freue ich mich in besonderer Weise drauf, wenn es dann tatsächlich auch mit Leben erfüllt wird. Oder das Thema Bauen mit Holz, was mit unserer gemeinsamen Energieagentur Ebersberg München, die wir gemeinsam inzwischen betreiben, schon in Veranstaltungen gegossen hat und was viel Sympathie genießt, gerade hier an der Schwelle zum Oberland, wo man auch zurückkehrt zu diesem Baustoff und bemerkt, da kann ich ganz andere Dinge machen, als ich mir bis jetzt vorstellen konnte. Nicht nur den Anbau liebenswert irgendwo hier im erdgeschossigen Gartenbereich, sondern bis hin zum Hochhausbau oder eben auch zum öffentlichen Bau. Ob das Thema Schwerlasträder, ich sehe jetzt hinter den Buchs nicht, aber ich glaube, da hinten steht es, schauen kann, wo man wissen muss, dass der Bund es mit hohen Beträgen, 2.500 Euro maximal, fördert zu einer Anschaffung und Kommunen oder auch Unternehmen, juristische Personen förderungsberechtigt sind und es sich wirklich lohnen kann, gerade insbesondere im urbanen Bereich des Landkreises München. Oder mit dem KJR hier gesprochen, auch den Blick insbesondere in die junge Generation zu liefern, denn die sind die, die am Ende die Auswirkungen haben oder sich damit auseinandersetzen müssen, mit dem Fördertopf Klimaretterinnen gesucht, den wir mit 20.000 Euro dotiert haben und einfach an Aktionen für die Jugendliche erinnern. Jüngst veröffentlicht der Recap-Becher, also wiederverwendbare Becher. Da könnte man sagen, ja mein Gott, im Landratsamt München, also die Idee, das ist ja auch nicht neu, ne? Das macht ja jeder inzwischen. Aber alleine bei uns hat das die Wirkung der Einsparung von 50.000 Becher im Jahr, ne? Dass man das mal sich auf der Zunge zergehen lässt. Es lohnt sich also eben sehr wohl, das auch in einer kleinen, natürlich einer kleinen Körperschaft zu tun und das deswegen auch zu machen. Die, ich gehe jetzt gerne auf Zertifizierungen gar nicht ein, wobei ich mich sehr freue, dass wir jüngst wieder bestanden haben und die EMAS-Zertifizierung erneuert bekommen haben. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Mitarbeiter, die ich mit dieser Frage genervt habe ein wenig, aber freut mich wirklich. Ich will erinnern an dieser Stelle an die an das Sommerfest, das am 21. Juli in Höhenkirchen stattfindet, als EBERMUG-Festival, also Ebersberg München, von unserer gemeinsamen Energieagentur, wo auf alle Aktionen auch hingewiesen wird und was rund ums Leon-Hardy-Fest auch hoffentlich in die Breite der Bevölkerung wird. Gleichzeitig auch die Abschlussveranstaltung fürs diesjährige Stadtradeln ist, was ja inzwischen sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Ich will auch hinweisen auf unser Regionalportal Gutes aus dem Landkreis München, um auch zu hinterlassen, hier wird viel produziert, was wir täglich brauchen, wenn wir die großen Wege einsparen, ist allein damit schon unglaublich viel geholfen, um das Klima zu schützen. Und vieles anderes mehr, denn das Wesentliche an einem solchen Abend ist der gemeinsame Austausch und den, hoffe ich, werden wir gemeinsam haben zu diesem Thema und zu vielen anderen Themen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreistag und aus dem Landratsamt Ihnen, den Vertretern der Medien, unserer Zeitungen und der Presse sehr, sehr herzlich danken für eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Es ist uns überhaupt nicht möglich, die Themen aufzubereiten, wenn wir nicht dank Ihrer Hilfe in die Bevölkerung hinein transparent machen können, was wir tun, vor allem auch warum wir es tun, in was für einem Kontext es steht und regelmäßig auch von Ihnen kritisch betrachtet werden, um auf der richtigen Spur zu bleiben, für die wirklich gute Zusammenarbeit auf hohem Niveau und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich.